Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein braucht. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Heute kommen wir zu einem Kapitel, das eigentlich veraltet ist. Es geht um Vollsanktionen. Und die sind ja seit 2019, dazu kommen wir nachher noch, ja nicht mehr erlaubt. Aber ich möchte trotzdem erst diese Geschichte lesen von der Vollsanktion und dann hinterher den Kommentar, wie es jetzt so ausschaut, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2019. Nada, niente, null. Vollsanktion. Das heißt, du bekommst nichts mehr. Und bald hast du auch nichts mehr. Nichts auf dem Konto, nichts im Portemonnaie, kein Geld, nicht für Miete, nicht für Essen, nicht für Medikamente. Und es liegt im Ermessen deines Fallmanagers, ob er dir einen Lebensmittelgutschein gewährt. Auf Antrag. Dafür musst du zu deinem Jobcenter. Die für dich zuständige Behörde ist 8 Kilometer entfernt, nur 3 S-Bahn-Stationen, aber dein Rad ist kaputt. Und für die S-Bahn hast du kein Geld. Fahrkarte kannst du nicht mehr kaufen, auch keine Briefmarken, du bist ja auf Null. Anrufen kannst du nicht beim Amt, die Durchwahl ist geheim oder die Leitung besetzt. Außerdem, wie sollst du die Telefonrechnung zahlen? Also musst du zu Fuß hingehen, 8 Kilometer, zu deinem Sanktionär, zu dem, der dir alles genommen hat. Zu deinem Fallmanager, Ankläger, Richter und Vollstrecker in einer Person. Das ist, wie wenn das Schwein für eine Zukunftsberatung zum Metzger geht. Okay. Du armes Schwein, gehst also zu Fuß zu deinem Metzger, bittest höflich um Überleben dürfen und beantragst den Lebensmittelgutschein. Wenn der Metzger gnädig ist, falls er gnädig ist, gibt er dir einen. Vielleicht sagt er auch, Sie haben kein Anrecht auf einen Gutschein. Das stimmt. Und wenn du ihn dann fragst, ob er will, dass du verreckst, sagt er vielleicht, Sie sind eine Querulantin. Sie haben einen Querulantenwahn. Dann bist du in Gefahr. Denn Paranoia-Querulanz kann ein Grund sein, dich einzuliefern. ICD 10 F22.8. Aber vielleicht hast du ja eine PAT-Verfüg. Die einzige Patientenverfügung, die dich vor psychiatrischen Diagnosen und Zwangsmaßnahmen schützt. Wenn irgendwas dich schützen kann. Und vielleicht hat dein Fallbeilmanager ja gute Laune, gibt deinem Antrag statt, gewährt dir den Gutschein. Einen für einen ganzen Monat. Damit gehst du dann am nächsten Tag wieder zu Fuß zu einem der 3 Discounter an deinem Wohnort. Dort stehen große Metallkörbe, an denen Schilder hängen mit der Aufschrift »Kaufen Sie ein Nudelpaket mehr! Füttern Sie die Armen!« Und was kaufst du jetzt? Obst? Gemüse? Ja, für 3-4 Tage, danach ist alles schlapp. Aufwärmen kannst du nichts, kochen kannst du nichts, du hast keinen Strom. Kühlen kannst du nichts, einfrieren kannst du nichts, du hast einen Kühlschrank, aber du hast keinen Strom, der wurde schon abgestellt. Also, was legst du in deinen Einkaufskorb? Kekse, Schokolade, Pralinen, tröstlich süße Kalorien zum schnellen Sattwerden, Dinge, die es bei der Tafel nur selten gibt. Shampoo gab's schon lange nicht mehr bei der Tafel. Shampoo bräuchtest du. Und Waschmittel. Und Zahnpasta und Schuhcreme. Aber der Gutschein ist nur für Lebensmittel. Und weil es zu viele geworden sind in der Schlange dort, gibt die Tafel gegen Vorlage deines Tafelberechtigungsausweises Farbe grün eine erwachsene Person,
dir nur noch alle 2 Wochen was aus. Also in 10 Tagen wieder. Falls du bis dahin Geld für eine Fahrkarte auftreibst oder wenn du schwarz fährst. Denn an deinem Wohnort gibt es keine Tafel. Die Tafel liegt versteckt in einem Hinterhof in der Nähe des Jobcenters. 8 Kilometer mit leerem Wägelchen hin, na schön, aber 2 Stunden mit vollem zurück. Das geht nicht. An der Kasse gibst du deinen Bettelzettel ab. Hinter dir warten 5 andere Leute. Die Kassiererin hält den Beweis deiner Bedürftigkeit, deiner sozialen Schwäche hoch und ruft ihrer Kollegin zu. Moni, da ist schon wieder eine mit so einem Gutschein. Nehmen wir sowas an? Alle kriegen es mit. Hinter dir wird es still. Du spürst, was sie denken. Wenn du Pech hast, hörst du es auch. Die Kassiererin schreit. Moni! Sanktionsgutschein! Nee! Nee, sowas nehmen wir nicht an. Die meisten Läden nehmen sowas nicht an. Warum? Weil viele sowas nie gesehen haben, nie gehört haben davon. Weil sie nichts wissen von einem Überlebensgutschein, weil sie ihn nicht kennen, oder? Weil sie ihn kennen. Dann wissen sie, wie das weitergeht. Nämlich erstmal. Gar nicht. Denn bevor das Jobcenter dem Laden das Geld für einen Lebensmittelgutschein überweist, vergehen nicht selten schon auch mal 3 Jahre. Du gehst in 3 Läden, zu Fuß, vergeblich. Es sieht aus wie eine Hilfeleistung. Aber es ist Folter. Zusätzliche Folter. Noch Fragen? Ach, warum du sanktioniert wurdest? Oh, weil die S-Bahn nicht kam und du kamst zu spät? Weil du dich um Jobs beworben hattest, aber es gab keine? Weil die Quote erfüllt werden muss? Weil der Staat Geld spart mit Sanktionen? Noch Fragen? Ah ja, auch Schwangere werden voll sanktioniert. Auch jungen Müttern wird alles genommen. Wie sie nach der Stromsperre ihrem Baby das Fläschchen warm machen sollen. Tja. Wie? Die Vollsanktionen sind verboten, aber das Warmmachen vom Kinderfläschchen dürfte immer noch schwierig werden. Ist seit dem 5. November 2019 denn alles anders? 4 Jahre brauchte das Bundesverfassungsgericht, um die Rechtmäßigkeit von Hartz-IV-Sanktionen zu prüfen. Am 5. November 2019 wurde das Urteil verkündet. Vollsanktionen und 60% Sanktionen wurden mit sofortiger Wirkung als verfassungswidrig verboten. Damit ist es amtlich, 15 Jahre lang wurden Millionen Menschen hierzulande verfassungswidrig behandelt und um Milliarden Euro beraubt, die durch Vollsanktionen und durch andere Strafkürzungen unter Deckung von Regelsätzen, Mietkosten etc. eingespart wurden. Kein Regelverstoß, kein Terminversäumnis, keine Pflichtverletzung von Leistungsbeziehenden könnte so schlimm sein wie dieser Regelverstoß von Politik, Agentur für Arbeit und Jobcentern. Nun ist es amtlich. Nada, niente, null ist verfassungswidrig. Aber können wir jubeln? Sind sie endlich weg, die unmenschlichen Hungerstrafen aus dem Portfolio der Rohrstockpädagogik? Ist das Zittern um das Dach über dem Kopf nun endlich Vergangenheit? Können Betroffene jetzt aufatmen? Wird dieses Buch als Dokument der Zeitgeschichte nun ins Hartz-IV-Museum wandern? Leider nicht. Deshalb gibt es auch eine Neuauflage in den nächsten Monaten. Und daraus ist auch dieser Text. Hatte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2010 in einem ersten Urteil zu Hartz IV die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums noch als Grundrecht bestätigt und damit den Artikel 1 des Grundgesetzes Menschenwürde und den Artikel 20 des Grundgesetzes Sozialstaatsprinzip entsprochen, so klang es 2019 nicht mehr so eindeutig.
Und dazu eine kleine Stelle aus einem Artikel von Heribert Prantl aus der Süddeutschen Zeitung vom 19.11.2019. Der Artikel ist überschrieben mit sozial schwach. Er sagt, in seinem zweiten Urteil zu Hartz IV folgte sich nun das Bundesverfassungsgericht selbst nur noch zögerlich und mürrisch. Es nahm nämlich neu besetzt und mit dem ehemaligen CDU-Politiker Stefan Habart als Vorsitzendem, der mit Hartz IV im Bundestag vorbefasst gewesen war, sein eigenes Urteil aus dem Jahr 2010 zum Existenzminimum nicht richtig ernst. Das Verfassungsgericht erlaubte nämlich die Minimalisierung dieses Existenzminimums, zwar nicht in der bisherigen Höhe, aber doch dem Grundsatz nach. Und Heribert Prantl kommt zu dem Fazit: Das Karlsruher Urteil lässt das kalte Herz von Hartz IV weiterschlagen, nach Implementierung von ein paar Stents. Das Urteil lässt das kalte Herz von Hartz IV weiterschlagen. Besser kann man es nicht sagen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Was ansonsten im Rechtsstaat undenkbar wäre, in der Schreckenskammer der Gesellschaft namens Hartz IV ist es Alltag. Nach wie vor darf ein Fallmanager als Ankläger, Richter und Vollstrecker in einer Person existenzbedrohende Strafen verhängen. Gewiss, es soll auch nette, verständnisvolle, höfliche und hilfreiche Fallmanager geben. Aber was ist das für ein System, in dem ein Schicksal, ein Berufsweg, in dem alles davon abhängt, an welchen Menschen ich im Jobcenter gerate? Kurz nach der Urteilsverkündung versuchte die Bundesregierung, das Urteil trickreich zu umgehen. Und Deutschlandradio führte ein entlarvendes Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit. Scheele findet Nullrunden für Mittellose nicht etwa grausam, sondern nur unvernünftig. Ob auch das Vollsanktionsverbot nun auch für die besonders hart gezüchtigten unter 25-Jährigen gelte, die nicht Gegenstand der Verhandlung waren, dessen ist er sich nicht sicher. Er vermutet in dem Interview lediglich, dass Artikel 1 Grundgesetz vielleicht ja doch für alle Menschen gelten könne. No, da wissen wir doch, warum viele Betroffene von Aussortierungsagentur sprechen. Auch eine 30-prozentige Kürzung bedroht die Existenz. Im Jahr 2021 beträgt der monatliche ALG-II-Regelsatz für eine erwachsene Person 446 Euro. Bei einer 30-prozentigen Kürzung minus 133,80 bleiben 312,20 Euro. Davon gehen ab die monatlichen Fixkosten, Ausgaben für Strom, Verkehr, Versicherungen, Telefon, Handy, Internet, Beiträge, Bankgebühren, Rücklagen für Reparaturen und Neuanschaffungen, Gesundheit etc. Damit bleibt für alles andere oft kaum mehr als 1 Euro pro Tag übrig. Das heißt, auch 30-prozentige Kürzungen bedeuten Hunger und können leicht zu Stromsperren führen. Zu Elend, Krankheit und auch zu Tod. Zu Angst und Verzweiflung führen sie ohnehin. 2018, im Jahr vor dem Sanktionsurteil, wurden 904.000 Sanktionen, ergo Mehrfachsanktionen, gegen 441.000 Kundinnen verhängt. 72.000 Alleinerziehende, meist Frauen, wurden gekürzt. 34.000 Bürgerinnen und Bürgern, darunter 1.200 Single-Müttern, wurde alles gestrichen, ohne Vorliegen einer Straftat, ohne Prozess, ohne Urteil. Auch so etwas wäre ansonsten im Rechtsstaat undenkbar. 80.000 Babys, Kinder und Jugendliche waren von Kürzungen, über 5.000 von Vollsanktionen mit betroffen. Deshalb
nennt Heribert Prantl das Urteil sozial schwach. Und nicht nur Betroffene sehen das Verdikt als juristische Trickteufelei. Immerhin, die Mauer bröckelt. Und dass bröckelnde Mauern einstürzen können, das haben wir ja zumindest einmal in unserem Land erlebt. Also Fazit, die Hoffnung bleibt, der Widerstand geht weiter, denn Hartz IV bleibt leider immer noch Hartz IV. Wie das im Augenblick aussieht, aus einem Artikel von Till Brigleb, auch erschienen in der Süddeutschen Zeitung am 25. März 2020. Da waren gerade die neuen Anträge für die Selbstständigen raus, die Pandemie-Anträge. Und der Artikel ist überschrieben, ein Bollwerk verweigerter Hilfe. Eine Anfrage beim Jobcenter nach Grundsicherung, die von den Behörden gerade als Allzweckwaffe beworbene Sozialhilfe für Selbstständige in Not, wird von dort schnell und unbürokratisch beantwortet mit 2 computergenerierten Mails. Darin enthalten sind 20 Dokumente mit zusammen 60 Seiten. Auf den ersten beiden Checklisten werden zu 44 Stichpunkten mindestens 113 Dokumente aufgelistet, die als Nachweis der existenziellen Not vorzulegen sind. 113. Von Einnahmeüberschussrechnung der letzten 12 Monate über Nachweis der letzten Mietänderung, alle Kontoauszüge der in einem Haushalt lebenden Personen des letzten halben Jahres bis zur rätselhaften Sperrzeit bescheiden oder Nachweis KIZ. Die Sammlung der 7 auszufüllenden Anlagen mit Titeln wie EKS, KDU oder VAM umfasst 27 Seiten, für die es allein 9 Seiten Ausfüllhilfen und noch einmal 6 Seiten Hinweise gibt. Till Brigleb nennt das Nachweisterror. Nur gut, dass ohne Antrag die Millionäre das Kindergeld behalten dürfen und auch bei den Testzentren nicht gar so viel beantragt werden muss, bevor man da testen und kassieren darf. Und hier noch eine ganz aktuelle Nachricht von Gegenharz vom 18.06.2021. Das Bundesverfassungsgericht hat 2019 Sanktionen über 30% der Ansprüche für verfassungswidrig erklärt. Seither sind die Sanktionen gegen Hartz IV Bedarfsgemeinschaften, in denen Kinder leben, zurückgegangen. Doch noch immer sind 95.000 Kinder von den Sanktionen betroffen. 95.000 Kinder. Zwischen 2016 und 2019 waren jährlich bis zu 263.000 Kinder von Sanktionen gegen ihre Eltern betroffen. 2020 waren es etwa 95.000. Ein Effekt des Bundesverfassungsgerichtsurteils, das Sanktionen von 60% bis zu Totalsanktionen verbietet. Immerhin ein bisschen besser ist es ja geworden. Die Linke, welche die Zahlen von der Bundesregierung angefragt hatte, kritisierte den Umstand, dass es überhaupt noch Kinder gebe, die von Sanktionen betroffen seien. Kinder in Armut haben es ohnehin schwer. Sanktionen bedeuten eine zusätzliche Bürde beim Aufwachsen, sagte Katja Kipping, die sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Und ja, auch weiterhin werden Schwangere sanktioniert und alleinerziehende Mütter werden sanktioniert. Wie sie nach der Stromsperre das Babyfläschchen warm machen sollen? Tja, wie? Und jetzt kommen wir zu Arm und Reich vor 8. Heute geht es um das Thema die Schlechten ins Kröpfchen. Wie eine Studie der Organisation der Vereinten Nationen belegt, hat die extreme Armut in Lateinamerika mit 12,5% den höchsten Stand in den letzten 2 Jahrzehnten erreicht. Die Entwicklung wird als historischer Rückschlag für die Region bewertet.
die von verschiedenen internationalen Organisationen und Spezialagenturen der Vereinten Nationen durchgeführte Untersuchung ergab, dass in Mexiko 18,3%, in Honduras 26,1% und in Ecuador 12,8% der Bevölkerung ihren Grundbedarf an Nahrungsmitteln nicht mehr decken können. Durch die Pandemie ist diese Zahl im vergangenen Jahr allenthalben stark angewachsen. Die Arbeitslosigkeit, die als einer der Hauptgründe für die Armutsquote gilt, erreichte im vergangenen Jahr 10,7%. Das entspricht einem Anstieg von 2,6% gegenüber dem Wert von 2019, begleitet von einem starken Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Der Rückzug der Erwerbstätigen ins Homeoffice war nur selten möglich. Nur 21,3% der Beschäftigten konnten ihre Tätigkeit auf diese Art und Weise fortsetzen. Besonders betroffen seien ärmere Haushalte, da die Menschen dort mehrheitlich einer informellen Beschäftigung nachgingen, die nun weggebrochen sei. Laut UNO sind durch Lockdowns 1,6 Milliarden Menschen vom akuten Verlust ihrer Lebensgrundlagen sowie 150 Millionen Kinder von akuter Armut bedroht. Nach einer neuen Untersuchung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF ist die Zahl der zur Arbeit gezwungenen Kinder erstmals seit 2 Jahrzehnten wieder angestiegen. Derzeit müssten weltweit schätzungsweise 160 Millionen Minderjährige zwischen 5 und 17 Jahren einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die Zahl der arbeitenden Kinder sei seit dem Jahr 2016 um 8,7 Millionen gestiegen. Angesichts allgemein zunehmender Armut könnten, so prognostizieren ILO und UNICEF, bis Ende des kommenden Jahres weitere 9 Millionen Kinder zur Erwerbstätigkeit gezwungen werden. Gerade in ärmeren Ländern seien Familien oft gezwungen, ihre Kinder arbeiten zu lassen, um nicht Hunger leiden zu müssen. Laut des Welternährungsprogramms der UNO hat sich die Anzahl der Menschen, die von Lebensmittelunsicherheit betroffen sind, mittlerweile weltweit von 150 Millionen zu Beginn der Pandemie auf über 272 Millionen Menschen Ende 2020 erhöht. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI wurden im Jahr 2019 weltweit rund 1.917 Milliarden US-Dollar für Militär und Rüstung ausgegeben. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen brachte im gleichen Jahr 8 Milliarden US-Dollar zusammen. Nochmal die Zahlen: 1.917 Milliarden für Militär und Rüstung, 8 Milliarden für Ernährung. Mit diesen Mitteln unterstützte die Organisation 97 Millionen Menschen in 88 Ländern. Trotzdem hungern weltweit 690 Millionen Menschen und 2 Milliarden leiden an Mangelernährung. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklärte laut Handelsblatt, an den Folgen des Lockdowns werden weit mehr sterben als am Virus. Ich wiederhole das jetzt nochmal. An den Folgen des Lockdowns werden weit mehr sterben als am Virus. Allein auf dem afrikanischen Kontinent rechnen wir mit zusätzlich 400.000 Malariatoten und HIV-Opfern sowie einer 500.000 mehr, die an Tuberkulose sterben werden, weil die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten nicht mehr gewährleistet ist, weil viele Hilfsprogramme des Westens nicht ausreichend finanziert sind. Allein 25 afrikanische Staaten stehen vor dem Staatsbankrott. Investoren haben 100 Milliarden an Kapital abgezogen. Währungen und Rohstofferlöse sind eingebrochen.
Ja, dann schönen Abend noch, guten Appetit und alles Gute.